Rote Rosen Vorschau Folge 3765. Ralf lässt Annette zum Malte ins Krankenhaus, um die erste Begegnung der beiden zu beobachten. Als Malte gestresst auf Annette reagiert, ist für Ralf klar, Annette hat Malte niedergestochen. Sie ist verzweifelt, schöpft aber Hoffnung, als Malte endlich vernehmungsfähig ist. Doch der erinnert sich nicht an nichts. Charlotte und Simon sind geschockt über den Unfall dort ihres Vaters. Simon frisst die Trauer in sich hinein und schämt sich für die böse Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter seines Vaters. Währenddessen ist Charlotte besorgt, weil sie ihre Mutter nicht erreicht. Dann steht Doris Dahlmann vor der Tür. Hannes plant ein ehrenamtliches Nachbarschaftsprojekt. Amelie will Hannes zu einer Kooperation bewegen, denn so ein Projekt wäre gut für die Reputation des Hotels. Und Jorik hält ihr vor, Menschen zu ihrem Vorteil zu instrumentalisieren. Doch Hannes durchschaut Amelie und sagt ab. Tina ist gestresst, Ben und sie springen in der Spedition ein und Charlotte fällt in der Gärtnerei aus.